Fettgewebe, Blut und Muskelgewebe aus dem 3D-Drucker, um ein Steak zu kreieren, für das kein Rind je sterben musste. Das israelische Startup Redefine Meat, also Fleisch neu definieren, hat nichts Geringeres vor als die Revolution in der Fleischwirtschaft. Das 2018 gegründete Cleantech-Unternehmen hat einen Drucker entwickelt, der pflanzenbasiertes Fleisch herstellt. Die genaue Rezeptur gibt das Unternehmen aus Tel Aviv nicht bekannt. Die Rede ist von 3 pflanzlichen Eiweißquellen und dazu Fett und Wasser. Okay. Nein, ein essbares Plastikfood. Wir müssen uns beeilen. Ja, das will ich auch noch sehen. Verkauft werden soll allerdings nicht das fertig gedruckte Ersatzfleisch, sondern der entsprechende Drucker. Den können sich dann Restaurants in ihre Küche stellen und mit ihren gewünschten digitalen Rezeptvarianten bedienen, je nachdem, ob das Steak weicher oder fettiger sein soll. Kapital hat Redefine Meat auch in der Bundesrepublik gesammelt. So gehört zum Beispiel Deutschlands größtes Geflügelunternehmen PHW-Gruppe mit der Hauptmarke Wiesenhof zu den Investoren. Der Marktstart soll noch 2020 erfolgen. Dabei wird das vegane Steak zunächst in Spitzenrestaurants getestet, auch in Deutschland. Oh, Badehaube! Sie haben gerade Produktionseinheit 3 in Gang gesetzt. Gummi, alles Gummi! Da! Guck dir das an! Oh. Oh. Das ist nicht mal Plastik, das ist Gummi! Au! Na klar, Gummi!